Nach dem großen Empfang in Bonn unternahm seine kaiserliche Majestät Haile Selassie I. eine Reise durch die Bundesrepublik. Überall wurde er lebhaft von der Bevölkerung begrüßt. Im westdeutschen Industriegebiet war das große Hüttenwerk Rheinhausen eines der Besichtigungsziele. Besonders interessiert zeigte sich SM am Gestüt Warendorf. Ein Siebenerzug der Kaltblüter war die besondere Attraktion. Die Technik wurde nicht vernachlässigt. In der Fühlinger Heide sah der Kaiser auf dem Versuchsgelände der Albigbahn das Schienenfahrzeug von morgen. Die letzte Station in Deutschland war Hamburg. Im Rathaus gab es zu Ehren seiner Majestät einen festlichen Empfang. Und als dann die traditionelle Hafenrundfahrt gemacht wurde, da lachte die Sonne und es war richtiges Kaiserwetter. Endlich ging es ans Abschiednehmen. Die Reise durch Europa wird nun den Kaiser von Äthiopien nach Skandinavien führen.